Ja, herzlich willkommen zum Suppennachmittag. Wir haben wenigstens ein bisschen frische Luft hier und es werden rasante 25 Minuten, habe ich mir von Johannes sagen lassen, der Systemadministration und so weiter macht und uns ein bisschen wahrscheinlich den technischsten Vortrag von diesen zwei Tagen liefert, nämlich wie man mit Namespaces den Netzwerkzugriff unter Linux einschränkt. Und ich herzlich willkommen, Johannes, und viel Spaß euch mit dem Vortrag. So. Linux ist weniger sicher als Windows oder Mac. Das war die These von einem Artikel, die ich gelesen habe, der das Ganze gestartet hat. Und zuerst habe ich gedacht, das ist Blödsinn, aber dann habe ich nachgedacht und da gibt es was, was da durchaus Sinn macht. Man kann es sicher machen, man kann alles Mögliche einschränken, wie zum Beispiel mein WLAN-Daemon, der ist so eingeschränkt, dass er nur machen kann, was er machen soll. Aber wenn ich eine Anwendung ausführe, hat die alle Befähigungen, die ich als Nutzer habe, inklusive Löschen aller meiner Dateien. Wenn also eine Anwendung Fehler hat, können die alle Dateien löschen. Das kann man mit Sandboxes einschränken, um zum Beispiel zu sagen, du darfst nur auf diese Dateien zugreifen, diese Anwendung. Dann kannst du nicht mehr alle meine Dateien löschen. Da habe ich FireJail benutzt dafür und man braucht Profile für FireJail. Die muss man selbst schreiben, werden die auch nicht existieren. Und eine Sache, die Profile noch fehlen, sind Spiele. Aber Spiele machen auch Sachen wie Spyware, Analytics. Da dachte ich mir, ich möchte nicht, dass die Spiele Netzwerkzugriff haben. Und da habe ich Folgendes gefunden. Aktiviere einen neuen, nicht verbundenen Netzwerknamensraum. Nutze diese Option, um Netzwerkzugriff zu verweigern. Da dachte ich mir, hey cool, das ist, was ich will. Aber was ist ein Namensraum? Mein Name ist Johannes. Ich bin zwar Systemadministrator und sowas in Richtung, aber das hat nichts mit der Arbeit zu tun. Ich fand das einfach interessant und wollte halt mit euch teilen, was ich da gelernt habe. Also was ist so ein Namensraum, beziehungsweise ein Netzwerksnamensraum? Alles, was zum Netzwerk zugehört, wie Netzwerkgeräte, IP-Adresskonfigurationen, Routing-Tabellen und Firewall-Regeln zum Beispiel. Und als Namensraum kann man mehrere haben in einem System. Ich finde es gut, mir so vorzustellen, als hätte ich mehrere Rechner in meinem PC für alles Netzwerk verbundene. Zum Beispiel an meinem Rechner könnte ich die folgenden Netzwerkgeräte haben. Das LO, Loopback-Gerät, für lokale Verbindungen. Das ETH-Gerät für kabelgebundene Verbindungen und das WLAN-Gerät für kabellose Verbindungen. Ich kann jetzt einen neuen Netzwerknamensraum erstellen mit dem IP-NetNS-Befehl und dann auch mit IP-NetNS-Exec einen Befehl ausführen. Wenn ich damit jetzt die Netzwerkgeräte anzeigen lasse, sehe ich, es gibt nur ein Loopback-Gerät. Sprich, man kann sich so vorstellen, in meinem Rechner habe ich jetzt zwei Netzwerknamensräume, den Hauptnamenraum mit den physischen Geräten und den WK24-Namenraum nur mit dem Loopback-Gerät. Und dem Namensraum gibt es keine Netzwerkverbindung. Das ist abgegrenzt. Eine Sache, die ich machen kann, ist, Netzwerkgeräte in verschiedene Namensräume zu verschieben. Da kann ich jetzt zum Beispiel das kabelgebundene Gerät in WK24-Namensraum verschieben. Danach hat der WK24-Namensraum das Loopback-Gerät und das kabelgebundene Gerät. Und der Hauptnamensraum ein Loopback-Gerät und das WLAN-Gerät. Das sieht dann so aus. Hauptnamensraum, Loopback und kabellos. WK24-Namensraum, Loopback und kabelgebunden. Wo kann das hilfreich sein? Zum Beispiel für ein VPN. Man möchte vielleicht, dass es VPN-Verbindungen nur durchs VPN gehen können und nicht aus Versehen das VPN ins Internet bypassen können. Das kann ich auch gleich mal zeigen. Okay. So kann ich zuerst ein WireGuard-Gerät erstellen und das dann konfigurieren. Und dann einen WK24-Namensraum verschieben. Dann konfiguriere ich die IP-Adressen im Namensraum, aktiviere das Gerät und sehe, es gibt keine Möglichkeit, zum Internet zu gehen. Es gibt keinen Default-Router, nur halt
die IP-Adressen im VPN. Weil ich das WG-WireGuard-Gerät im Hauptnamensraum erstellt habe, hier oben noch, vorm Verschieben, kann es trotzdem die Verschlüsselpakete ins Internet schicken. Das heißt, ich bin hier verbunden. Beim Beispiel ist es Localhost, aber das Prinzip ist so. Und im Namensraum kann ich mich halt zu anderen Zielen im VPN verbinden. Nochmal illustriert hier. Ich habe meinen Hauptnamensraum, der Internetzugriff hat, und meinen WKW20-Namensraum, wo ich mein WireGuard-Gerät habe. Hier sind nur verschlüsselte Pakete da. Und nur am WKW20-Namensraum kann ich mich zum VPN verbinden. Es gibt keine Möglichkeit, mich von hier direkt zum Internet zu verbinden. Eine nächste interessante Sache sind virtuelle Netzwerkgeräte. Kann man sich so vorstellen, als würde man in beide eine Netzwerkkarte einbauen, die mit einem Kabel verbinden. Der Befehl dazu ist halt IP-Link-Add. Da habe ich ein VOTA1-Gerät, was im Hauptnamensraum ist, und ein VOTA2-Gerät, was im WKW20-Namensraum ist. Das sieht etwa so aus. Ich habe hier immer noch die physischen Geräte und eine direkte Verbindung zwischen beiden Namensräumen. Das sehe ich wieder hier, den Befehl, den ich gerade gezeigt habe. Dann konfiguriere ich eine IP-Adresse im Hauptnamensraum, die 24.2-Adresse im WK24-Namensraum. Im Namensraum gibt es nur die Direktverbindung. Wenn ich einen Ping ausführe, funktioniert das. Dabei muss bemerkt werden, es gibt zwei Möglichkeiten, sich zu einer IP-Adresse zu verbinden. Entweder ist direkt verbunden, weil die Geräte im gleichen Switch eingesteckt sind. Dann kann ich Pakete direkt versenden. Oder die sind nicht direkt verbunden, dann brauche ich ein anderes Gerät, die Pakete weiterleiten, also Routing. Wenn ich zum Beispiel noch einen dritten Namensraum erstelle, dann habe ich vom WK24-Namensraum keine direkte Verbindung zum Target-Namensraum. Ich habe nur die direkte Verbindung hier. Wenn ich also mich von hier in den Target-Namensraum verbinden will, dann muss ich Routing aktivieren. Das kann ich wieder zeigen. So, ich erstelle jetzt eine Route, das heißt, ich habe die direkt verbundenen Adressen, also die VOTA1 und 2 Geräte, und eine Default Route, das heißt, alle anderen Adressen müssen vom Hauptgerät weitergeleitet werden. Am Anfang habe ich Vorgang nicht aktiviert, dann schlägt das fehl, weil es nicht direkt verbunden ist und kein Routing aktiviert ist. Wenn ich Routing aktiviere mit Forwarding hier, dann gehen die Pings. Ich kann mich also vom WK24-Namensraum in den Target-Namensraum bewegen, weil das Gerät als Router arbeitet. So, das mit den keine Verbindung habe ich ja schon am Anfang gelöst. Und da gibt es zwei Fälle. Wenn ich ein Spiel kaufe bei itch.io oder bei gog.com, kann ich eine Installationsdatei herunterladen, das Spiel dann offline installieren und offline spielen. Wenn ich Steam nutze, dann brauche ich die Steam-Software mit Internetzugriff, um das Spiel zu installieren. Das heißt, was ich eigentlich will, ist nicht keine Verbindung, sondern nur die Verbindung, dass halt Steam herunterladen kann, aber nicht die Spiele ihre Daten senden können. Als nächsten Schritt kann ich mir Proxys ansehen. Statt Pakete direkt weiterzuleiten, kann ich mich vom WK24-Namensraum in den Hauptnamensraum verbinden zu einem Programm, was auf dieser IP-Adresse auf Verbindungen wartet. Und da das Programm im Hauptnamensraum arbeitet, kann es sich auch zum Target-Namensraum verbinden. Hier keine Direktverbindung möglich, aber vom Programm hier ja. Dazu warte ich hier auf der IP-Adresse im Target-Namensraum auf eingehende Verbindungen. Momentan habe ich Forwarding noch aktiviert. Warum wird das nicht passieren? Okay. Eigentlich sollte es funktionieren. Ich weiß gerade nicht, warum es nicht funktioniert. Okay, was? Ach, hier, ja, jetzt da. Also ihr habt gesehen, die erste Variante hat den Text geschickt, weil ich Routing aktiviert habe und die Pakete weitergeleitet wurden. Nachdem ich das Forwarding deaktiviert habe, kommen keine Pakete mehr an.
Jetzt kann ich hier ein Proxy-Programm starten. Wenn ich jetzt mich zum Proxy verbinde, der auf der 24.1-Adresse ist, die hier direkt verbunden ist, er wird der Proxy die Nachricht weiterleiten und die Nachricht kommt an. Das heißt, weil ich mich von hier zum Proxy verbinden kann und der Proxy sich hier verbinden kann, geht das auch. Im Quellcode sieht das etwa so aus. Ich warte auf eingehende Verbindungen auf der 24.1-Adresse. Wenn ich eine eingehende Verbindung bekomme, erstelle ich eine ausgehende Verbindung zum Ziel, der 169.2 im Target-Namensraum. Und dann lese ich von der eingehenden Verbindung, schreibe es gleich zur ausgehenden Verbindung, solange bis keine Daten mehr da sind. Das ist Basisprinzip eines Proxys. Das Problem dabei ist natürlich, ich habe hier eine feste Adresse. Ich würde aber gerne mich auch zu vielen verschiedenen Adressen verbinden können. Dafür gibt es das SOX5-Protokoll. Das sieht entweder so aus. Der Client sagt erst, ich kann die folgenden Möglichkeiten zur Authentifizierung nutzen. Unser Proxy sagt, keine Authentifizierung nötig. Dann sagt der Client, ich will mich gerne zum folgenden Ziel verbinden, also eine IP-Adresse oder eine Domäne und ein Port. Der Proxy kann die Verbindung zum Ziel aufbauen und gibt dann Verbindungsstatus zum Client zurück. Das kann sein Verbindung in Ordnung, Verbindung fehlgeschlagen oder Verbindung nicht erlaubt. Und am Ende werden die Pakete als Proxy weitergeleitet zwischen beiden Zielen. Das ist dann für einen Client nicht sichtbar. So, jetzt haben wir einen Webserver auf der IP-Adresse. Und wenn wir uns direkt versuchen zu verbinden, dann schlägt das fehl, da wir keine Direktverbindung haben und kein Routing aktiv ist. Wenn ich jetzt den Proxy-Server starte, kann ich mich hier zum Proxy verbinden, der wieder auf der 24.1 im Hauptnamensraum arbeitet und ihm sagen, bitte verbinde ich zum Ziel im Target-Namensraum. Und das macht er auch. Wir sehen hier auch, die Anfrage kommt von der 169.1 im Hauptnamensraum, nicht von der 24.2 im WK24-Namensraum. Okay. Wenn wir schon gerade mal hier sind, können wir uns sagen, wir können uns auch zum Internet verbinden, zum Beispiel die DigiGuest-Webseite. Und da wir jetzt Code haben, der bestimmt, welche Ziele wir uns verbinden, können wir auch sagen, die Winterkongress-Webseite ist verboten. Wir können also einschränken, welche Ziele erreicht werden können und nicht. Im Quellcode sieht das etwa so aus. Erst wird es mit SOX mit der Authentifizierung gehandhabt. Ich habe eine kleine Bibliothek geschrieben. Dann wird gefragt, welches Ziel willst du gerne haben als Client? Dann sagt der Client, ich würde gerne mich entweder zu einer IP-Adresse verbinden oder zu einer Domäne verbinden. Und wir können im Code entscheiden, erlauben wir eine Verbindung oder nicht. Wenn es eine IP-Adresse ist und die IP-Adresse im Target-Namensraum ist, dann erlauben wir das. Wenn es eine Domäne ist und das die DigiGuest-Website ist, dann erlauben wir das. In allen anderen Fällen sagen wir, Verbindung wird nicht erlaubt. Wenn die Verbindung nicht erlaubt wird, dann sagen wir zurück, Verbindung nicht erlaubt. Sonst verbinden wir uns zum Ziel und leiten dann die Daten in beide Richtungen weiter als Proxy. Und damit kann man sagen, wir haben eine Lösung, um zu sagen, wir können jetzt einschränken, welche Verbindungen erlaubt sind oder nicht. Schön, Mission erfüllt, oder? Da ist ein Problem. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, als welcher Nutzer ich hier gerade gearbeitet habe. Root. Das heißt, ich habe Systemadministrator Zugriff, damit ich diese Namensräume bearbeiten kann. Das wäre schlecht, in der Sicherheit wollen. Also gehe ich einen Schritt tiefer und sehe nach, wie das Zeug eigentlich funktioniert. Bevor wir dazu kommen, müssen wir noch ein paar Sachen erklären. Das erste, es gibt Handles, die für Ressourcen in der Anwendung stehen. Es können Sachen sein wie eine Netzwerkverbindung oder eine geöffnete Datei. Hier zum Beispiel lassen wir das für einen WGET-Prozess zum Runterladen einer Datei anzeigen. Es gibt dabei drei Sachen, die immer dabei sind. Das ist die Standard
Eingabe, Ausgabe und Fehlerausgabe mit den Zahlen 0, 1 und 2. Für alle anderen geöffneten Dateien oder Netzwerkverbindungen sind das beliebige Zahlen. Es kann auch sein, dass ich in einer anderen Anwendung die gleiche Datei geöffnet habe, mit einer ganz anderen Zahl. Dann gibt es Systemaufrufe, damit ein Programm mit der Außenwelt interagieren kann. Hier habe ich ein einfaches C-Programm, was den Text Hallo ausgibt, eine Sekunde wartet und dann den Text WK24 ausgibt. Hallo, Sekunde warten, WK24. Dann kann ich das Programm Strace oder S-Trace nutzen, um zu sehen, welche Systemaufrufe gemacht werden. Wenn ich das mache, da kommen eine Riesenmenge an Aufrufen. Die meisten haben nichts mit meinem Programm zu tun. Die sind bloß dafür, das alles einzurichten, dass es arbeiten kann. Also kann ich dann filtern, um nur die zu zeigen, die wirklich interessant sind. Das sind für mich der Write-System-Call und alle die, die Sleep im Namen haben. Und dann sehe ich, das Programm macht genau das, was ich erwartet habe. Es schreibt den Text Hallo. Es wartet eine Sekunde, schreibt den Text WK24 und eine neue Zeile. So, mit dem Werkzeug kann ich jetzt nachsehen, was eigentlich passiert, wenn wir einen Namensraum erstellen. Wenn ich also meinen Namensraum lösche und mit Strace neu erstelle, sehe ich Folgendes. Zuerst wird ein Unshare-Systemaufruf aufgerufen mit dem NewNet-Parameter. Unshare ist so wie wir nicht mehr teilen. Das heißt, normalerweise teilt ein Programm den Namensraum des Elternprozesses. Wenn ich aber einen neuen erstelle, wird ein neuer abgetrennter Prozess, Namensraum erstellt. In diesem Fall ohne irgendwelche Netzwerkverbindungen. Diese Namensräume sind nur so lange aktiv, wie ein Prozess die nutzt oder wenn die irgendwo eingebunden sind. Dafür ist der zweite Befehl nötig. Das ist so ein genanntes Bind-Mount, wo man einen Teil des Dateisystems an einen anderen Ort im Dateisystem einbinden kann. Das heißt, hier im PROC FS finde ich meinen Namensraum, Netzwerknamensraum, den binde ich dann in diesen Ort ein, damit selbst wenn die Anwendung beendet wird, der immer noch eine Referenz hat und nicht gelöscht wird. Wenn jetzt eine Anwendung im Namensraum ausgeführt wird, sieht man die folgenden Sachen. Erst wird dieser Namensraumreferenz, die wir erst eingebunden haben im Dateisystem, wieder aufgerufen, bekommt den Handle 5 hier und dann wird die ZNS-Systemaufruf benutzt, um den Namensraum, der mit dem Handle 5 verbunden ist, als Netzwerknamensraum für unsere Anwendung einzusetzen. Das ist der Prinzip hinter diesen IP-NetNS-Programmen aufrufen. So, dann gibt es noch was ganz Praktisches, was sogenannte Nutzernamensräume sind. Das kann ich mit einem Unshare-Kommandozeilenprogramm testen. Ich sage, bitte erstellen einen neuen Nutzernamensraum und einen Netzwerknamensraum und zeige mir die Netzwerkgeräte an. Wie ich sehe hier, ich bin nicht root, aber ich sehe einen neuen Namensraum mit dem einen Loop-Gerät, wie wir es vorhin schon gesehen haben. Wenn ich das überprüfe, was passiert, haben wir Unshare wieder als Systemaufruf mit New User und New Net Parametern, um zu sagen, neuen Nutzernamensraum und neuen Netzwerknamensraum. So, wenn ich einen Namensraum erstelle mit Unshare, habe ich plötzlich einige Kräfte oder eine Fähigkeit, die ich sonst nicht hätte. Wenn ich gucke, mein Nutzer ist jetzt WK24 genannt, der hat keine Privilegien. Wenn ich einfach dann versuche, eine Operation auszuführen, das Aktivieren eines Geräts, schlägt das normale Befehl. Eine Sache, die wir sehen hier, ich bin plötzlich nicht mehr Nutzer WK24, ich bin plötzlich Nutzer Nobody. Das ist, weil in einem Nutzernamensraum man sagen kann, welcher Nutzer ich sein will. Man kann das remappen, um zu sagen, ich bin in dem Namensraum root zum Beispiel. Oder ich kann sagen, ich will wieder WK24 sein im Namensraum. Und root existiert. Man kann sagen, bitte mach es so, dass ich root bin in dem Namensraum. Und dann habe ich auch die Kräfte, die root hat. Und root kann Netzwerkgeräte aktivieren. Also geht das hier ohne Fehler. Und ich bin als auch root angezeigt. Die zweite Sache, die es gibt, Capabilities, Fähigkeiten, die werden auch von denen, der den Namensraum erstellt, Nutzernamensraum erstellt, gegeben. Der kann sozusagen auch alle Fähigkeiten ausnutzen. Wenn ich die nicht automatisch abgebe, wie sonst aus Sicherheitsgründen gemacht wird,
habe ich auch die Fähigkeit, Netzwerkgeräte zu aktivieren. Das ist in dem Fall so, dass mein Nutzer keine Fähigkeiten hat. Aber wenn ich den Nutzernamensraum erstelle und die Fähigkeiten halte, habe ich NetAdmin, was ich brauche, um halt Netzwerkgeräte zu aktivieren. So. Eine letzte Zutat noch. Das ist Handle-Übertragung oder FT-Passing. Ich kann eine Ressource in einen Prozess erstellen und die über eine Unix-Socket-Verbindung an einen anderen Prozess senden. Das heißt, ich kann in einem Prozess eine Netzwerkverbindung aufbauen zum Beispiel und die an einen anderen Prozess schicken, der sonst keine Netzwerkverbindung haben kann. Und damit kommen wir zu dem interessanten Ding. Was ich machen kann, ist Folgendes. Ich habe hier einen Unix-Socket-Pair. Das heißt, wenn ich da was an der einen Seite reinschicke, kommt es an der anderen Seite raus. Dann bereite ich mich darauf vor, eine Anwendung zu starten, was in diesem Fall eine Bash-Shell ist. Bevor die Bash-Shell ausgeführt wird, wird noch der folgende Code ausgeführt. Der Code erstellt einen neuen Namensraum, einen Nutzernamensraum und einen Netzwerknamensraum. Ich bin jetzt sozusagen, wenn der Code ausgeführt wird, in einen neuen, nicht verbundenen Namensraum, der auch keinen Namen hat. Und in dem Namensraum erstelle ich einen neuen Listening-Sockel, wo ich auf eingehende Verbindung auf Port 1080 warte. Und diese Ressource schicke ich dann, ich bin jetzt, wie gesagt, im Kindsprozess, im neuen, nicht verbundenen Namensraum, an den Hauptnamensraum. Im Hauptprogramm wieder wird erst der Teil ausgeführt und dann das Programm Bash. Dann empfange ich noch die Verbindung, die auf Port 1080 im neuen Netzwerknamensraum wartet, ans Hauptprogramm und kann dann eingehende Verbindungen bearbeiten. Das ist jetzt etwas abstrakt. Hoffentlich wird das mit der Diagramm noch etwas klarer. Das heißt, ich habe zwei Sachen. Ich habe ein Proxy-Programm, was im Hauptnamensraum arbeitet und das sich zu allen Zielen verbinden kann. Diese Proxy-Anwendung erstellt ein KINS-Programm, was zuerst einen neuen Netzwerknamensraum erstellt, der nicht verbunden ist, dann auf dem Port 1080 auf eingehende Verbindung von diesem Netzwerknamensraum wartet und dann die KINS-Anwendung startet. Und gleichzeitig wird diese Ressource, dieses Warteverbindung im neuen Namensraum in den Hauptprozess geschickt. Das heißt, wenn sich die KINS-Anwendung auf Port 1080 in diesem Namensraum verbindet, wird die Verbindung von der Proxy-Anwendung im Hauptnamensraum akzeptiert, die Vollzugriff aufs Netzwerk hat. Und das erlaubt uns das Folgende. So, ich kann hier das Proxy-Programm starten. Man sieht das jetzt nur daran, dass ich im Proxy-Programm bin, da ich jetzt den Nutzer Nobody habe. Aber es läuft im Hintergrund noch das Proxy-Programm im Hauptnamensraum und alle Befehle, die ich jetzt hier in der Shell ausführe, sind im KINS-Namensraum. Jetzt kann ich Befehle ausführen. Sprich, ich bin im KINS-Namensraum, der keine Verbindung zum Internet hat. Ich sage, verbinde ich zum Proxy-Server, den ich über Localhost im KINS-Namensraum erreichen kann, aber eigentlich die Proxy-Anwendung im Hauptnamensraum ist, und sage, bitte verbinde ich zu dieser Seite. Das geht. Ich kann auch sagen, bitte verbinde ich zur DigiGuest-Seite. Wunderbar. Und da ich immer noch das Programm habe mit den Filtern, kann ich auch sagen, bitte verbinde ich nur zu erlaubten Seiten, zum Beispiel die Hintergrundseite ist nicht erlaubt. So, jetzt habe ich eine Lösung, die es mir erlaubt, die Verbindung von Netzwerkverbindungen nur zu bestimmten Zielen einzuschränken und sonst keine Möglichkeit zu haben. So, wie sind wir zeitlich? So, eine letzte Sache noch. Es gibt bestimmte Konfigurationsdateien wie etc-resolve.conf, die sagen, welcher DNS-Server benutzt wird. Es kann sein, dass ich an KINS-Namensraum einen anderen DNS-Server nutzen will. Dafür wird einen sogenannten Mount-Namensraum benutzt. Wenn ich wieder mit den IP-NetNS-Werkzeugen einen Befehl ausführen will, wird hier ein neuer Mount-Namensraum erstellt, in dem ich sozusagen neue Dateisystem-Einbindungen machen kann. Dann sucht es in diesem Verzeichnis nach Konfigurationsdateien. Wenn diese existieren, würden die mit einem Bind-Mount eingefügt. Das bedeutet, wenn ein Programm, was im KINS-Namensraum arbeitet,
auf die Datei etc.resolve.com zugreifen will, diesen Inhalt der Datei etc.netanswkrn20.resolve.conf und nicht der, die eigentlich dort sein sollte. So, Zeitprüfung. Marcel, wie sind wir? Ja, wir sind vorbei. Danke vielmals für den, naja, intensiven Vortrag. War doch ein Klatschen wert, oder? Ich habe noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Ich sehe, die Schlange hinter dem Mikrofon füllt sich massiv schnell. Ja, genau, danke. Ein mutiger junger Herr. Vielen Dank für einen interessanten Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Könntest du, was du machst, vielleicht von AppArmor und SE Linux abgrenzen? Technisch, weil ich bin halt nicht ganz fit. Und was ich nicht verstanden habe, du hast Codebeispiele gezeigt. Das heißt, was du machst, ist eigentlich nicht mit Bordmitteln da. Du musst dir das selbst ein Stück weit schreiben. Oder habe ich es falsch verstanden? Zweite Frage. Ja, das habe ich selbst geschrieben. Es gibt Teile davon, die es bereits gibt. Den Rest müsste man noch erweitern, dass halt dieses FD-Parsing von einem Namensraum auch dabei besteht. Zur ersten Frage. So Namensräume sind ein Baustein für Container. Es gibt verschiedene Namensräume wie Mount-Namensräume, Netzwerk-Namensräume und so weiter und so fort. Und das ist ein Baustein für Container. SE Linux und AppArmor sind mehr zum Einschränken von, was Programme machen können, auf eine andere Art und Weise gedacht. Namensräume sind Ressourcenabgrenzung. Und SE Linux und AppArmor sind nur Einschränkungen, was gemacht werden können. Noch weitere Fragen? Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank für den Einblick.